Welche Spiele haben noch lange Ladescreens? Also mir ist gerade mal Sonne und Mond eingefallen, weil das da wirklich spürbar und schmerzhaft war. Bist da halt eben durch ein Tor gelaufen. Und auch Ladescreens, wo sie nicht sein müssen. Wo sie halt, wenn du halt vom einen Teil in der vom einen Teil der Stadt in den anderen Teil der Stadt durch einen Gartenzaun durchläufst, Ladescreen, Bild wird neu aufgebaut. Das ist also, ja, unangenehm. Unangenehm ist auch das, was ich jetzt hier gerade mache, was hier veranstalte. Springen kann ich auch nicht mehr, habe ich verlernt. Na komm. Okay, ja, da scheiterte es. Auf den Koffer klettern. Auf den Koffer klettern hat es gescheitert. Hier und irgendwann schaffen wir das ja auch. Wird heute jetzt nicht sonderlich ein. Wird jetzt kein mit Content gefüllter Stream. Wird heute ein bisschen so ein Stream. Was macht die Hand dort drüben? Die erwartet mich schon dort. Die kam doch, das kam doch deutlich. Die Wasserspuren kamen deutlich hinter mir her. Die Hand kam vor mir heraus. Vor mir aus dem Boden geschossen. Na komm, 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 na komm. Hoch hier, hoch, 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 hoch. Es ist nicht. Ist nicht wahr. Ja, tut mir leid, dass ich wieder so viel fehle. Ich find's genauso scheiße wie ihr. Mindestens. Mir gefällt das auch nicht. Ich will auch vorankommen. Gesehen. Ich war drauf, ich war mit meinem Körper drauf. Das Spiel nimmt auch einiges zu ernst. Das ist auch. Ach komm, das Spiel. Das war drauf. Ich war drauf. Manches kann man durchgehen lassen. Spiel. Ja, beschäftige dich damit. Zur Kiste hin, zur Kiste hin, zur Kiste hin und hoch und hoch und hoch und hoch und hoch und hops. Auf die Dose, auf die Dose, auf die Dose, auf die Dose. Ach komm, ihr habt, was ist doch nicht wahr? Die Füße nur noch im Wasser. Nicht mal mehr die Beine, nur noch die Füße. Spiel lässt hier aber im DLC wenig zu durchgehen. Ja, es war auch im Hauptspiel so. Ich weiß. Schon verkannt. Warum so viel Wasser hier im DLC? Das verstehe ich nicht. Das hat man ja im Hauptspiel gar nicht. So viel Wasser. Kann ich mich zumindest nicht dran erinnern, dass wir. Da dürfen wir nicht drauf. Das ist. Da steht die Hand davor. Es ist vom Spiel so gewollt. Zuerst auf die Kiste steigen. Ihr seht's doch, da kommt das Ding kommt hinter mir hergeschwommen und die Hand ist schon tot. Es ist irgendwie, ja. Ist nur ein Monster, aber. Ja gut, sobald die Hand hochkommt und wenn wir nicht direkt dran sind, kannst du vergessen.
Na komm. Na komm, jetzt. Ja, komm, ich ist es. Ja, bräuchte dann noch was zu sagen. Das kannst du bitte lassen, das ist das bitte. Bitte spiel. Ich bin doch schon drauf. Ich bin schon drauf auf die Kiste. Wenn ich mich doch schon gerade hochziehe. Schnell schwimmen, schnell schwimmen, schnell schwimmen. Hab dich doch mal nicht so. Hier rüber zur Kiste müssen wir schwimmen. Im Kreis. Da ist die Hand. Der hat irgendwie einen Kumpel oder wie? Wie ist das jetzt hier? Irgendwie ist da. Da ist ein zweiter. Der dort auf uns wartet. Da müssen wir erst auf die Kiste und dann über den drüber springen. Ah, schon verkackt. Heißt nicht, dass ich das noch versuche. Schon verkackt heißt nicht, dass ich es nicht noch versuche. Verzweifelte Hoffnungsschimmer. Ein Boot wäre jetzt hier das Genialste. Der kommt erst von da drüben. Okay, okay, hier hoch. Hops, hier auf die Kiste, 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 auf die Kiste. Wir schaffen das diesmal. Nein, 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 nein. Hier ist ein Kumpel, hier ist ein Kumpel, hier ist ein Kumpel. Ihr habt jetzt hier ganz viel Spaß, mich hinein zu sehen, zu hören. Ha. Wow, das muss wehgetan haben. Ja gut, der ist direkt an der Kante von der Kiste da einfach runtergeglitten ins Wasser. Das sah schmerzhaft aus. Fast auf der Kiste noch drauf. An die Kante gesprungen. Ha. Aber von der Höhe aus Wasser zu treffen, ist auch nicht gerade angenehm. Ach, leck mich doch. Wo ist denn der jetzt gestorben? Haben sie ihn noch ein bisschen zur Seite geschoben. Ja, das Spiel hatte auch schon die ein oder anderen Bugs, die ich ja schon gezeigt habe. Kopfkratz. Ja, nicht runterhüpfen. Nicht dich fallen lassen. Springen musste, um hier zu überleben. Ach je. Es gibt hier wieder keinen Content. Du musst jetzt hier wieder ein bisschen. Es wird schlecht im Schnitt. Ich dann wieder drei Parts hier oder an derselben Stelle. Das kann ich dann wieder schlecht in Parts aufteilen. Einfach so ist. Irgendwas habe ich mir immer einfallen lassen. Irgendwie finde ich immer Thumbnails und Titel. Wird das Projekt in Länge gezogen. Gut für euch. Habt da länger was von. Ich habe ja das Let's Play bei Gronkh gesehen. Ich habe mir das jetzt, also zumindest jetzt die Hauptstory, nachdem ich damit fertig war, ich mir das mal reingezogen. Der das natürlich Pro-mäßig. Der hat ein Viertel von der Zeit gebraucht, die ich dafür gebraucht habe. Der ist einfach in einem Part mit dem Hausmeister fertig geworden. Im nächsten Part hat er die Küche gemacht und so weiter. Ich habe hier manchmal an einem Koch zwei Parts lang gehangen. Ich habe da manchmal einen ganzen Stream oder zwei Streams beim Hausmeister verbracht. Das ist ja 12 Stunden beim Hausmeister. Der Grund, der ist einfach durchgelaufen. Da ist er einfach.
Der hat das einfach dann wirklich so die Viertelzeit gebraucht. Ach komm. Aber wir sterben hier auch an verschiedenen Ecken. Ich zeige euch hier einfach fürs Let's Play alle Ecken, an denen man sterben kann. Das ist, habt ihr garantiert jetzt ja alles gesehen, wie man alle Möglichkeiten, die hier einprogrammiert sind, und wie man hier draufgehen kann. Eigentlich das perfekte Wort für alle, um zu zeigen, wie das programmiert ist, wenn man da halt, wo man da jetzt an welchen Ecken man eventuell sterben kann. Was hier alles möglich ist. Die kompletten Möglichkeiten des Spiels hier ausgenutzt. Hier auch mal mit der Laterne reinspringen. Das haben wir auch mal ausgetestet. Einfach das Spiel erkunden mal. Das ist. Andere gehen mal hier so durch und die verpassen das alle hier. Also das ist. Ja, das ist ja. Verdammt. Ich bin hier noch gar nicht gestorben. Da komme ich glaube ich auch gar nicht hoch. Da sind wir noch nicht gestorben. Alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Das Spiel in seiner ganzen Pracht und Fülle gezeigt, was die Entwickler da für eine Arbeit geleistet haben. Es muss ja alles programmiert werden. Es muss ja also auch ein bisschen den Entwicklern Respekt zollen, auch mal so ein bisschen. Irgendjemand war ja dafür, irgendjemand hat das ja programmiert, dass der Kids dann an dieser Stelle sterben kann. Das ist, ich meine, es muss ja auch, es ist ja dann traurig, wenn das nie genutzt wird, wenn das keiner, wenn jeder Spieler das sofort First Try schafft. Das ist die Stunden, die Tage, die dann Sterbeanimation eingesteckt hat. Ein bisschen Respekt an die Entwickler. Ja, nice. Und nu, das müssen wir hier noch mal an der Wand. Ach nee, ist nicht wahr. Springt da wieder rein. Hoch hier. Ach nee. Na komm, 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 na komm. Puh. Ach so, das kommt aus dem Spiel. Ich dachte gerade, ich habe hier irgendwie Alarm oder so im Hintergrund. Was denn? Was springst du denn da rein? Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Bitte lass da ein Safe Point gewesen sein. Ich will nicht. Ach, danke. Danke, Spiel. So human ist es noch. So, dann müssen wir hoch. Und dann hier. Oder was? Irgendwie nicht. Hier die Kiste. Soll die Kiste verschieben? Das ist nicht die Kiste verschieben. Irgendwie nicht. Wie kommen wir denn da hoch jetzt? So hier. Und dann abspringen. Dann kommen wir doch niemals darüber. Vielleicht so. Okay. Kurbel drehen. Da geht's gleich weiter ins Wasser. Ich freue mich. Okay, irgendwas hat das festgehalten. Vielleicht ein bisschen tiefer hier. Ich weiß nicht. Und jetzt hier an den Haken ran, wie es ausschaut. Und hops.
Okay, und nun? An die Haken kommen wir nicht ran. Was haben wir hier? Fisch. Können wir jemanden damit füttern?